Jawohl. Es ist soweit. Die Stunde hat geschlagen. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Some Dishonored, die Maske des Zorns. Hier bei mir, bei Trax Media auf YouTube. Ich habe es angekündigt und ihr habt es alle erwartet. Und heute ist es endlich soweit. Wir starten dieses hammermäßig, mörderisch, genial geile Spiel. So. Ich will nicht mehr warten. Und deshalb stürzen wir uns direkt ins Geschehen. Helligkeit anpassen? Stelle die Helligkeit so ein, dass du das dunkelste Symbol gerade noch erkennen kannst. Naja, gerade noch ist relativ. Nehmen wir das mal an. Wenn du ein neues Spiel erstellst, werden bisherige automatisch gespeicherte Spielstände überschrieben. Fortfahren? Natürlich, denn wir wollen ja von vorn beginnen. Die Heimkehr. Endlich wieder daheim. Mehrere Monate lang warst du in den anderen Ländern des Kaiserreichs unterwegs, um sie um Hilfe im Kampf gegen die Seuche zu bitten. Jetzt musst du die offiziellen Antworten der Kaiserin überbringen, der du als kaiserlicher Schutzherr dienst. Das bedeutet, wir sind Corvo Attano. Corvo, gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, sie zu entsenden. Die Seuche hat so viele dahingerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Emily und ich werden ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. Naja, ob wir gute Nachrichten überbringen können, das werden wir noch sehen. Ren Haven. Ganz ruhig, genau, aufpassen. Leinen los! Leinen sind los, haben abgelegt. Benutze deine Maus. Geradewegs zum Dunwall Tower. Dort dich umzusehen. Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Okay. Eine weite Reise für schlechte Nachrichten. Die Seeleute sagen, auf uns liege ein Fluch, schwarze Magie. Alles Aberglaube. Wahrscheinlich gibt es inzwischen schon ein Heilmittel für die Seuche. Vielleicht sind verrückte Zeiten. Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission, das ist ungewöhnlich. Es war wichtig. Wir brauchen Hilfe mit der Seuche. Irgendwie kam mir die Stimme von dem rechten Typen hier bekannt vor. Euch nicht auch? Okay, wir fahren also mit dem Boot hier an. Heute ist geschlossen. Fertig. Ich öffne die Schleuse. Und sie hebt sich. Uha. Endlich zu Hause. Das steigt aber schnell, das Wasser. Halleluja. Gleichmäßiger Druck. Und das war's. Steg runter. Die Kaiserin wird schon auf ihre Nachrichten warten, Corvo. Ja, das glaube ich auch. Neues Ziel. Erstatte der Kaiserin Bericht. Okay. Corvo, sie wartet. Sie sollten zur Kaiserin gehen. Ja, jetzt weiß ich, woher ich diese Stimme kenne. Das ist Commander Shepard. Wollt ihr mich denn verarschen? Hört mal hin. Gute Reise gehabt, Sir. Hier oben alles ruhig. Oder täusche ich mich jetzt? Nein, eigentlich nicht. Die Kaiserin ist im Pavillon, wenn Sie bereit sind. Haha, wie geil. Okay, die Kaiserin ist im Pavillon. Aber, wie das immer so ist in neuen Spielen, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, darum gucken wir uns hier erstmal um. Wer weiß, wer weiß. Neue Welt, neues Glück, neue Aussichten. Authorized Personal Only. Okay. Ja, ich habe ja schon irgendwie mitbekommen durch Trailer etc., dass das hier so ein, nicht einfach nur irgendwie so eine altertümliche Stadt ist, sondern so ein gemischtes, irgendwie so ein Steampunk oder wie auch immer man das nennt. Ja, der Druck war zu niedrig. Die neuen Maschinen sind empfindlich. Setting sein soll. Vor allem keine Experimente. Sokolov hat wieder alles geändert. Sokolov! Wir wissen noch nicht, was die Hydraulik jetzt kann. Er malt hier heute ein Porträt. Wenn wir etwas ausprobieren wollen, dann jetzt. Ja, genau. Ihr seid hier Scotty und Mr. Schrott oder was? Alles klar. Da ist er. Gute Reise, Sir. Sokolov hat die Hydraulik verbessert. Jetzt läuft sie wie geschmiert. Ja, wunderbar. Wenn du das sagst. Ich meine, du schraubst da nur an einer Metallkante rum. Aber, okay. Willkommen zurück, kaiserlicher Schutzherr. Kaiserlicher Schutzherr. Ich komme immer noch nicht so ganz auf den Titel klar. Aber noch weniger komme ich auf diesen Unrumpf von diesem Typen hier klar. Was hat denn der für einen Buckel? Gute Güte. Geh mal zum Chiropraktiker. Sie hatten Glück, eine Weile fort zu sein. Die Seuche wird hier immer schlimmer. Mhm. Also, hier geht es wohl hauptsächlich um eine Seuche, ja. Ist mir eine Ehre. Mir auch. Gut. Dann gehen wir mal. Ihre Majestät wartet im Pavillon. Das ist schon wieder Shepard. Und diesmal glaube ich es fast sogar. Ein bisschen in die Jahre gekommen. Naja. So Kämpfe mit Kollektoren und Reapern. Das nimmt einen auch ein bisschen mit, oder? Jawohl. Und wer bist du? Hallo, Sir. Was? Der Meisterspion ist bei ihr, aber sie will sie sofort sehen. Ihr wollt mich doch verarschen. Haha. Und das hier, das ist Jacob. Nicht mehr schwarz, aber dafür mit Bart. Oh Gott, oh Gott. Sie ist im Pavillon, Sir. Sie wird froh sein, dass Sie zurück sind. Ja, immerhin Stimmen, die bei mir Wiedererkennungswert haben. Das ist schön. Das sind ja quasi hochrangige Sprecher hier. Sie macht sich Sorgen, kaiserlicher Schutzherr. Ich hätte fast gesagt Starbesetzung. Oha. Bravo, du bist zurück. Who's that? Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Warte, lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen alten Meisterspion. Mutter? Okay. Lass uns Verstecken spielen. Na gut, legen wir los. Gut, los geht's. Aha. Folge mir, Corvo. Emily, also. Als du fort warst, war Mutter so traurig. Ich glaube, sie hat dich vermisst. Bringst du mir später weiter das Klettern bei? Ich will mal bis aufs Dach klettern. Mal sehen, ob du das noch kannst. Ich schließe meine Augen und zähle und dann versuche ich, dich zu finden. Gut, ich zähle bis 10. Versteck dich gut. Okay. Ah, drücke linke Alt-Taste, um in den Schleichmodus zu wechseln und bleibe dann in Deckung, damit deine Gegner dich nicht sehen. Na, ich würde jetzt dieses kleine Mädchen nicht gerade als Gegner bezeichnen oder Gegnerin. Nicht sehen und entdecken können. Während du schleichst, sind deine Schritte gedämpft. Wunderbest. Das habe ich mir fast gedacht, sogar. 1, 2, 3, 4. Bin ich denn hier 5, unsichtbar? 6. Na, 7, hier wohl eher. 8, nein! 9, 10. Kann sie mich sehen? Oh nein, sie kommt. Wehe, wenn sie mich findet. Ah. Hinter Ecken hervorschauen. Okay. Ich finde dich. Ich glaube nicht. Außer, ich sitze hier ganz schön in der Patsche. Hier gibt es keinen Weg raus. Wo bist du? Das weißt du doch nicht. Gut, du gewinnst. Wir sollten jetzt gehen, damit Mutter dich auch sehen kann. Ja. Ah. Okay, war's das? Ja, ist ja gut. Zack. Und schon hätten wir das erste Missionsziel abgeschlossen. Wenn auch nur eine Nebenquest sozusagen. Naja. Aber das ist schön, dass sowas so stimmungsvoll als Tutorial umgesetzt ist. Wo einem hier wirklich alles beigebracht wird. Kaiserlicher Schutzherr. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen. Sie haben ihn zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Ich weiß nicht, sieht das wie Campbell aus? Oberaufseher Campbell. Klingt ja wichtig. Sehen Sie, ich habe die Schleuse verbessert. Ah, er ist Sokolov. Von ihm haben die Leute geredet? Gut. Die Schatten verdecken die schlimmsten Züge, aber dennoch... Tja, aber dennoch? Setze er den Satz fort? Ich muss das Antlitz des Oberaufsehers für zukünftige Generationen von Gläubigen festhalten. Mhm. Eine sinnlose Aufgabe, Corvo. Die Seuche wohnt in uns allen. Wir müssen unseren Glauben stärken. Oberaufseher, wechseln Sie nicht ständig die Pose. Aber ich rede doch mit ihm. Da muss er mal ein bisschen Mimik und Gestik zeigen. Kein Fremdling kann uns vor den Folgen unserer korrupten Gesellschaft retten. Und das kann auch ein Elixier nicht. Tja, ich weiß noch nicht so genau, ob ich dem zustimmen soll. Aber ich gehe mal das Mädchen suchen. Sie empfängt sie gleich. Aha. Wer? Gut, Sie wiederzusehen, Sir. Ja, dankeschön. Wo ist denn Emily? Ah, da. Es war gut, mit Ihnen zu reisen, Corvo. Dankeschön. Oh, eine Dienerin. Hallo, mein Herr. Hallo, mein Herr. Oh, haha. Die Kaiserin und Lady Emily werden erfreut über ihre Rückkehr sein, kaiserlicher Schutzherr. Ja, ich bin auch erfreut, zurückgekehrt zu sein. So, hier zu dir und so. Ah, nein, ich darf mich nicht ablenken lassen. Von fleischlichen Gelüsten. Die Menschen sind krank, keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Corvo. 2 Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Tja. Wer auch immer das war. Aber seine Stimme... Folgen Sie mir, Hauptmann. In der Tat, das glaube ich. Ist auch ziemlich bekannt. Nicht schlecht. Also für die deutsche Synchro schon mal hochkarätige Besetzung hier. Ich meine, die Kaiserin... Oder doch, Kaiserin Jessamine. Ja. Lara Croft und so. Günstige Winde bringen Sie zurück zu mir. Welche Nachrichten bringen Sie? Gib den Brief der Kaiserin. Ich habe bisher aber noch kein einziges Wort gesprochen. Kann das sein? Ich bin ein ziemlich stummer Diener oder kaiserlicher Schutzherr. Na, was steht drin? Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Oje. Sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter geht es gut. Halt, wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sieh! Was machen die auf dem Dach? Was? Emily, hierher! Was? Okay. Kampf. Gut. Ja, drücke links für einen Angriff mit rechts oder rechts für einen Angriff mit links, wenn du eine Waffe oder Kraft bereithältst. Das ist logisch. Oh. Emily, komm her! Mhm. Blocken kann ich also auch, ja. Aha. So. Vorsicht! Noch einer! Ah. Ziemlich schattenhafte Gestalten. Wer waren diese Männer, Mutter? Ich weiß nicht, Emily. Corvo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Nein, nicht nochmal. Wow. Nicht schon wieder. Mama! Was sind denn das für Leute? Hey! Oh. Mama. Was tut er? Oh nein. Corvo, alles fällt auseinander. Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Corvo. Okay. Ich war's nicht. Der Orden schütze uns. Seht, was er getan hat. Ja, er hat die Kaiserin getötet. Ich war's nicht. Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Ihr eigener Leibwächter. Welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Ergreift ihn. Bam. Jetzt sind wir wirklich Dishonored. Gefängnis von Coldridge. Entehrt, tatsächlich. 6 Monate sind vergangen, seit dich der kaiserliche Meisterspion beschuldigt hat, die Kaiserin ermordet und an der Entführung ihrer Tochter Emily mitgewirkt zu haben. 6 Monate, die du im Gefängnis von Coldridge verbracht hast, während der Tag deiner Hinrichtung immer näher kommt. Das ist Ihre letzte Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Das reicht jetzt. Verschwindet. Gebt dem Mann Zeit zum Nachdenken. Corvo, die Kaiserin ist tot. Ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Ja, Sie Ärmster. Morgen werden Sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die die Schwachen leiten. Und dabei helfen wir gerne. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches. Auch wenn Sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Was? Und jemand musste der Sündenbock sein. Was? Leben Sie wohl, Corvo. Wachen! Bringt ihn zurück in seine Zelle. Was für schmierige Intrigen spinnen diese Leute. Du solltest essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Oh, danke. Jacob hat mir Essen gebracht. Ja. Okay. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Na, wenn er das so sagt, dann hat das doch irgendwas zu bedeuten. Genauso wie das hier vielleicht. A little fire that warms is better than a big fire that burns. Haha. Und mit diesem kleinen Zellenspruch auf den Lippen wollen wir uns verabschieden. Dankeschön fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Und vergesst nicht, beim nächsten Mal wieder einzuschalten, wenn es heißt Let's Play some Dishonored. Bis dann und auf Wiedersehen.